Dudeldudeldu. Ein neuer Tag. Oh, mit einem Brief. Der fängt ja gut an. Oh, Sprössling. Yay. Es sieht so aus, als wären Sie jetzt bereit dafür. Das hier ist ein einfacher Sprinkler. Platzieren Sie ihn auf dem Feld und es wird einige Ihrer Ernten bewässern. Der beste Teil, Sie können so viel davon herstellen, wie Sie möchten. Vorausgesetzt, wir haben die Materialien. Oh, ich hab einen Sprinkler, ich hab einen Sprinkler, ich hab einen Sprinkler. Das, ihr seht nur schon, was der für eine Riesen-Range hat, ne? Ist gruselig. Deswegen werde ich das alles... Oh, ich kann hier auch ernten. Sehr wahrscheinlich irgendwann erstmal... ohne Bepflanzung lassen müssen, damit diese Sprinkleranlage... oder damit ich generell, wenn ich mehrere Sprinkleranlagen bauen kann, dann auch irgendwie Sinn und Zweck hat und das bewässert, was sie bewässern soll. Die nächste Stufe habe ich noch nicht, also habe ich auch im anderen Game noch nicht. Da gibt es auch nur den Sprinkler 1 bis jetzt. Ich bin schon froh, dass es den überhaupt gibt und ich hier nicht mehr... Gießen, 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 gießen. Oh, ich habe gar keinen. Mir fällt gerade ein, ich habe gar keinen. Gar keine Samen mehr. Was mich trotzdem heute mal ausnahmsweise nicht davon abhält, in die Mine zu gehen. Und zwar schon früh morgens. Frühe Vogel kann mich mal. So, und deswegen gehen wir in die Minen. Damit wir dem frühen Vogel. Eins mit der Spitzhacke auf den Kopf hauen. Damit wir diesen Schmelzofen endlich bauen. Ja, tatsächlich brauchen wir den Schmelzofen, um da nachher Barren draus zu machen. Und aus den Barren kann dann wieder die Schmiede uns bessere Werkzeuge schmieden. Und auch die werden wir brauchen. Ansonsten kommen wir nämlich nie weiter. So. Hinab. Hinab ins düstere Dunkel mit uns. Hallo. Hier waren wir doch schon mal. Ach, diesmal klappt das gleich, ja? Okay, ich guck nochmal eben, da vorne sind noch wieder drei. Die nehme ich mit. Damit hätte ich sogar die 6 gefunden, die ich brauche. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen nach unten. Ich wollte eigentlich mal auf Level 10 kommen. Hm. Können vor Lachen. Er ist ein Blob. Und die sind wirklich übrigens sehr unangenehme Gegner, weil sie immer so eine große Range haben. Mag das nicht. So. Das klappt ja diesmal ganz gut. Oh nee, die ersten Spinnen. Oh, Spinnen. Zum Glück passiert mir tatsächlich bei so einer Spinnenexplosion noch nicht so viel. Die hat schon die ersten Spinnen unten eingebaut. Na, das ist ja amtlich. Aber gutes Erz heute. Und nochmal einen Feuerachrat, das ist auch nicht schlecht. Alter, was ist denn hier los? Geht so gut? Gestern, den Tag vorher, habe ich mich noch dusselig gesucht und jetzt flutsche ich hier nur so durch. Ist schon ein bisschen gruselig. So, hier sind überall immer irgendwo irgendwelche Gegner. Ich habe bloß noch nicht raus. Er kann mir sämtliche Gerätschaften verbessern. Bloß das mit dem Schwert habe ich noch nicht rausgefunden.
Also wie ich ein besseres Schwert kriege, was ich schade finde. Vielleicht brauche ich das aber auch noch nicht. Man weiß es nicht. Tatsächlich ziemlich Glück hier. Man kann auch 50 mal für falschen Stein hauen. Eine Erdgeode. Geoden sind auch immer toll. Da findet man auch die lustigsten Sachen drin. Wir zücken wieder unser schönes Steinschwert. Ich höre schon Blob. Aber erstmal mache ich jetzt diese Spinne hier. Und hier hinten quatscht irgendwo ein Blob rum. Ach, ist ja super, da komme ich hier überhaupt nicht ran. Das heißt, der greift mich jetzt die ganze Zeit an, ohne dass ich an ihn rankomme. Nein, das will ich nicht. Ich will da noch nicht runter. Lass mich in Ruhe. Na ja, gut, okay, das geht immer. So, jetzt sind wir nämlich auf Stufe 10. Das heißt, wir haben, ja, sehr schön, nämlich, den Fahrstuhl wieder hier. Und damit fahren wir jetzt wieder auf den Eingang hoch. Wir haben, glaube ich, ganz gut was mitgekriegt heute. Das finde ich schon mal sehr super. Kann ich Wasabi mitnehmen? Nimm mit! So. Wie spät ist es? 2. Das geht aber ja auch noch. Wir könnten jetzt tatsächlich noch was essen gehen und dann eventuell noch tauchen. Na, ich weiß es nicht. Oder wir bauen jetzt endlich diesen blöden Ofen. Weiß ich gar nicht. Habe ich den schon gespendet? Schmelzofen. Yay. Wir haben einen neuen Ofen. So. Wo stellen wir den denn jetzt mal hin? Hier in die Ecke? Ich weiß immer nicht, wohin mit dem Zeugs, ne? Hier hinten irgendwo in die Ecke, wo ich überhaupt keinen Platz dafür habe eigentlich. Da hinten, nee, ist ja null Platz. Ja, na gut, stellen wir ihn erstmal. Weil hier kann ich nicht weit raus, ich kann den auch hier nicht. Oh doch, hier kann ich den sogar hinstellen. Das finde ich ja spannend. Moment einmal. Kommt bestimmt noch mal irgendwas hin. Ja, dann stellen wir den erstmal, aber... hier hin. Okay. Ja, habe ich Kohle? Ich habe Kohle. So, wenn ich jetzt Bronzebarren da reinmachen will. 2, 3, 4, 5. Ha! Schön. So. Das wird. Gut. Der schmelzt da oben vor sich hin. Das finde ich schön, dass wir den noch da hinstellen können. Wusste ich auch noch nicht. Umso schöner und lieblicher finde ich das. Die Werkstatt. Ach, ihr seid wieder eingefriest. Ja, hier steht aber auch echt scheiße da, ne? Zur Werkstatt laufe ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, die machen um 17 Uhr zu. Das lohnt sich also nicht mehr so richtig.
Oh, den kann ich. Okay, also habe ich den noch nicht eingereicht. Sehr gut. Sich das hier wenigstens schon mal ein bisschen gelohnt. Kann ich eventuell noch Samen kaufen? Bist du noch da? Ich muss die Narzisse mitnehmen. Sam, hast du noch auf? Nein, nein, du bist 17 auf. Was haben die für doofe Öffnungszeiten hier? Gut. Dann halt nicht. Dann geht es halt auch für mich jetzt so langsam wieder nach Hause. Glas. Sie sitzt da und liest. Das finde ich auch sehr sympathisch. Du was mag. Ah, nicht festlaufen. Ja, ich nehme mal Kokosnüsse mit. Was bist du denn für eine fette Raupe? Okay. Cricket. Hat lohnt sich ja morgen richtig zu dem hinzulatschen, wa? Zweimal, oh Gott, ja, ich sehe das schon, ich bin wieder im roten Bereich. La la la, so. Dich gebe ich ab, dich gebe ich ab, dich gebe ich ab, dich gebe ich ab, dich, dich, dich. Ja, und die gebe ich auch einmal ab. Der Ofen oft da vor sich hin. Schön rot und warm. Sehr schön, ab ins Bett. Okay, ein Fähigkeitenpunkt beim Bergbau, wie schön. Steinschild. Oh, ein Bienenstock. Oh, Bienen. Wisst ihr, wie sehr ich Bienen liebe? Bienen. Ich möchte Bienen haben. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass das mit dem Bienenstock nicht so einfach ist. Die ist auch voll, ne? Ich brauche, glaube ich, eine neue Truhe, habe ich das Gefühl. Okay, Museumserweiterung. Ne? Freunde finden, ja. Bienen brauchen Bronzeerz. Warum wundert mich das nicht? Warum wundert mich eigentlich überhaupt nichts mehr? Vor eine Kiste. Bist du? Eine Kompostmaschine. Du bist ein Extraktor, sehen, aber. Blitz. Erhöhen Sie die Wachstumsrate. Okay, ich brauche erstmal. Eine neue Kiste. Halt, ich muss erstmal einsammeln hier wieder. Ich brauche echt neues Saatgut heute. Steht viel zu viel leer. Und langsam wird das ja auch mit dem Geld verdienen ein bisschen was. Kommt hier so langsam. Langsam was bei rum. Okay, so. Schwupp. Dich geben wir hier ab. Den Körper auch. Steckrüben braucht auch kein Mensch. Dann gehen wir erstmal ins Museum. Die steht immer da, ne? Ich finde es sehr sympathisch, dass das eine ist, die nicht ständig durch die Gegend läuft, sondern die man relativ gut finden kann. Raupen. Lauter lustige Sachen, die wir finden. Wie viel haben wir denn da jetzt eigentlich schon? Museum. 19. Okay, wir brauchen 130. Das ist ja nix.
also nicht, wie ich das machen soll. Aber gut, wir kriegen das hin. Hier machen wir heute nicht zu. Hallo, Suki. Das Gasthaus ist so groß, es ist nicht einfach, das alles alleine zu putzen. Aber mir macht es nichts aus. Ich habe sogar eine meiner eigenen Reinigungslösungen hergestellt. Der Frühling ist perfekt, damit neue Angewohnheiten anzufangen. Alle schütteln die Winterkälte ab und gehen wieder ins Freie. Das ist wohl wahr. Hallo, Raphael. Rede mit mir. Noch mehr Kunden? Die kriechen dieser Tage wohl alle aus ihren Löchern, ha? Huh? Da hat wohl jemand versucht, einen Scherz zu machen. Was kann ich für dich tun? Wenn wir dir reden. Wir akzeptieren nur Zahlungen in Form von Geld. Sorry. Nicht von Knuddeln. Knuddeln in Metern. Macht er nicht. Mistkerl. Von 9 bis 18 Uhr. Aber Raphael ist drauf auf dem Schild. Das finde ich auch schön. Obwohl Pablo... Alter, 10 Minuten. Komm jetzt. Der ja auch arbeitet. So. Endlich wird es wärmer. Ich freue mich schon, wenn wir endlich wieder draußen herumhängen können. Das ist... Ich möchte... Stein. Stein kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Hatte auch was Schönes gehofft. Gut. Gucken wir mal, dass ich noch ein paar Samen kriege und die vielleicht auch schon ausstreuen kann. Nee, da. Block. Morchel, komm mit, Morchel. Komm mit, Morchelchen, wir gehen spazieren. Geschäft. Oh, Suja. Und Gurken. Natürlich nehmen wir auch ein paar Gurken mit. Mohnsamen. Oh, Radieschen. Oh, Radieschen sind... Sehr teuer. Oh, jetzt gibt's auch Bananen-Rambutan. Der ist bei mir nicht ganz so teuer. Aber natürlich nehmen wir einen Bananensetzling mit. So. Viel zu viel Geld ausgegeben. Ah, ich habe nur 91. Das ist, ja, ist wieder typisch ich. Will ich haben, will ich haben, will ich haben, will ich alles aussehen. Habe ich eigentlich noch gar keinen Platz für. Normalerweise baue ich so einen Baumsetzling auch wieder in an spezielle Stellen und nicht einfach so zwischendurch. Weil ich meine mich zu erinnern, dass Baumsetzlinge nicht so schnell von... Aber vielleicht baue ich doch lieber eine, ne? So ein Ding, so. Und dann... Da kommt der Baum hin. Und dann werde ich... So. Ich habe ja jetzt... Was nehmen wir denn mal? Gurken? Nee, nehmen wir mal Mohn. Gießen tun wir das auch noch. Der erzählt mir extra noch, dass ich dafür alle vier Felder gießen muss, ansonsten passiert dann mit nichts. Ist nett von ihm, ne? Das haben wir das auch noch. Oh, dann kann ich die nächsten Barren mitnehmen. Gut, den nächsten Barren mitnehmen. Das finde ich auch gut. Den Schmetterling schon? Ich weiß das immer nicht. Ein großer Gabelschwanz. Ich soll doch mal angeln, ne? Wie fange ich nur Insekten? Und ich glaube, davon wird es nicht so viele geben, dass wir davon... Den habe ich schon. Ich
Ich weiß auch nicht, was es mit diesem Affentempel da auf sich hat. Ich weiß nur, dass er da ist. Das Spiel hat noch so viele Geheimnisse und so. Ich habe noch so viele Fragezeichen über meinem Kopf. Einfach, aber ich habe halt auch einfach mega Bock, die rauszufinden. Da ist immer noch so eine Raupe. Und eine Morchel. Morcheln können sehr gerne mitkommen. Weil es hier auch einfach immer noch mega viel zu erkunden gibt. Nein, falsche Item. Zimmer. Fast hätte ich sie gekriegt. Die Wübsch.